Tanja. Sind das Freudentränen? Warum sollte ich? Muss ich dir auf die Sprünge helfen? Du erbst eine Menge Geld. Du glaubst doch nicht. Und ob ich das glaube? Im Handaufhalten warst du doch immer die Größte. Warum bist du so gemein? Wer hat denn die letzten Jahre unseren Vater gepflegt? Ihn gefüttert, ihn gewaschen? Du oder ich? Das ist doch eine Krankenschwester. Ja, 8 Stunden am Tag. Und dann? Wer war dann da? Hast du mich einmal gefragt, einmal, ob du mir helfen kannst? Es tut mir leid. Vergiss es. Hab mich daran gewöhnt, dass für meine Schwester nur die Sonnenseiten des Lebens reserviert sind. Und jetzt mit dem Erbe kannst du sie noch weiter vergolden, dir und deinem Flittchen. Lass ihn jetzt aus dem Spiel. Na klar. Und dich gleich mit. Du existierst nicht mehr für mich, das schwöre ich am Sarg unseres Vaters. Sie auf das Erbe angesprochen? Ja. Na und? Natürlich verzichtet sie nicht. Ist ihr klar, dass sie damit den Betrieb ruiniert, wenn du sie ausbezahlen musst? Das weiß sie, aber das interessiert sie nicht. Was ist das bloß für ein Mensch? Ja? Ich bin's. Bin auf dem Weg zu dir. War's schlimm? Schlimmer. Ich erzähl's dir dann. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hättest du nicht vorher anrufen können? Hätte ich nicht. Oder hast du mich angerufen, bevor du das hier veranlasst hast? Mein Anwalt hat sich bei dir gemeldet. Ja, hat er. Ines, was soll das? Warum sprichst du nicht mit mir? Warum gleich über einen Anwalt? Es war doch klar, dass wir uns scheiden lassen. Für dich vielleicht. Ich habe nicht einen Moment an Scheidung gedacht und will's auch jetzt nicht. Es zählt aber nicht immer nur das, was du willst. Ines, warum gibst du uns nicht noch eine Chance? Chancen hatten wir genug. Wir haben sie nicht genutzt. Wir haben uns mal geliebt. Ich liebe dich immer noch. Da steckt doch sie dahinter. Komm. Du kannst Petra ruhig beim Namen nennen. Aber sie hat mit meinem Entschluss nichts zu tun. Ach komm, du lügst. Das ist doch eine Lüge. Mit ihr hat unser Unglück angefangen. Hallo, mein Schatz. Hallo. Muss verdammt Spaß machen, andere Leute Beziehungen zu zerstören. Das machen die anderen Leute schon von ganz alleine. Da brauchen sie niemanden wie mich dazu. Kommst du ja sehr schlau vor, oder was? Dachte eigentlich, dass du genauso schlau bist. Warst du lang genug in einer Therapie? Du bist widerlich. Einfach nur widerlich. Ihr seid es alle beide. Das war nicht fair, Petra. Das hättest du nicht sagen dürfen. Die Therapie war schrecklich für ihn. Heute ist nicht mehr der Tag, um irgendwas Nettes zu sagen. Schwester Petra? Tut mir leid, ich habe jetzt erst erfahren, dass Ihr Vater gestorben ist. Mein Beileid. Verändert sich jetzt viel in Ihrem Leben? Ich verstehe die Frage nicht.
Sie meinen, ob ich was erbe? Schon gut. Schauen wir mal, wie wir die Nacht rumbringen. Sie denken an unsere Abmachung? An unsere? Das war ja wohl eher Ihre. Aber ich kann Sie beruhigen. Ich denke ständig daran. Michael, ich weiß gar nicht, wie ich dir helfen soll. Ich kann das ja selber gar nicht fassen, was da mit meiner Tochter passiert ist. Ich meine, Ines war immer ein besonnener Mensch. Über alles konnte man mit ihr reden, aber seit sie diese Frau kennt, ist sie wie ausgewechselt. Komm, jetzt trink mal. Außerdem muss ich mir langsam Sorgen machen wegen der Apotheke. Ist ja gar nicht auszudenken, wenn da mal das Gerede losgeht. Es ist ja jedenfalls ernst. Da gibt es keinen Zweifel. Sie hat nicht einmal gefragt, nicht einmal, ob sie uns helfen kann. Das war ja alles scheißegal. Und zum Dank dafür erbt sie jetzt auch noch die Hälfte. Das ist bitter. Ja, bitter. Bitter ist, dass ich nicht weiß, wie ich sie ausbezahlen soll. Das ist bitter. Ich hasse sie. Und wo? Ach so, das weiß ich. Wir sind schon unterwegs. Personalparkplatz vom Marienkrankenhaus. Guten Morgen, Leo. Es gibt Arbeit. Wir müssen los. Wo bist du? Leo? Nein, komm, ich bin fertig. Ach, geht ja nichts über dein Timing. So, die schalten wir besser aus. Wo geht's hin? Marienkrankenhaus. Na los. Morgen, Leo. Hallo, Gerd. Die Tote heißt Petra Hofbauer, 32 Jahre alt. Sie hat hier im Krankenhaus gearbeitet. Nur ein Schuss. Und zwar von hinten direkt ins Herz. War ein schneller Tod. Und ein schnelles Leben. Todeszeitpunkt? Naja, die Leiche ist noch warm. Also ich schätze mal, dass es vor 2 oder 3 Stunden passiert ist. Sie hat noch bis 5 Uhr früh Dienst gehabt. Dann hatte sie also Feierabend, ist müde zu ihrem Wagen gelaufen und hat nicht gemerkt, dass in ihrem Rücken jemand auftaucht, um sie zu erschießen. Also könnte es gewesen sein. Hat jemand den Schuss gehört? Wir haben bis jetzt noch nicht einen Zeugen, der irgendwas gehört hat. Die Patientenzimmer liegen nach vorne raus, hier nach hinten raus ist nur der Verwaltungstrakt. Kommen Sie mal bitte. Von wo aus könnte der Täter geschossen haben? Eurer Meinung nach? Wahrscheinlich von hier. Das Mordopfer wollte gerade die Wagentüre aufschließen, da ist er oder sie in seinem Rücken aufgetaucht und bumm. Irgendwelche Hinweise auf die Tatwaffe? Bis jetzt haben wir keine Hülse gefunden. Das heißt, es könnte ein Revolver benutzt worden sein. Außerdem gibt es im Einschussloch keinerlei Schmauchspuren. Jedenfalls sind bis jetzt keine erkennbar. Das heißt, es wurde aus einer gewissen Entfernung geschossen. Ja, und der Täter muss sein Opfer gekannt und beobachtet haben. Er hat gewusst, wann sie Dienst hat und welchen Wagen sie fährt. Leo! Ja. Der Verwaltungsdirektor möchte dich sprechen. Der hat Angst, dass sein Krankenhaus in die Schlagzeilen geraten könnte. Gerd, würdest du mir das bitte abnehmen? Klar. Komm. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir. Mord im Krankenhaus. Das kommt zum schlechtesten Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann. Gerade hatten wir uns wieder ein bisschen gefangen. Nach der Gesundheitsreform und all dem.
Und jetzt das. Herr Direktor. Natürlich ist der Tod Teil unseres Alltags. Aber ein Mord. In der Klinik wird doch nicht getötet. Sie müssen das schnell aufklären. Schnell und diskret. Vor allem diskret. Wir werden tun, was wir können. Was allerdings die Presse betrifft, da haben wir nur wenig Möglichkeiten. Das habe ich befürchtet. Wer ist denn hier für die Organisation zuständig? Dienstpläne und so weiter? Ich habe das alles vorbereiten lassen. Kommen Sie. Danke. Herr Dr. Dimon, Schwester Petra Hofbauer hat auf Ihrer Station Nachtdienst. Ja? Ja. Ist denn in dieser Nacht irgendwas Ungewöhnliches passiert? Nein, es war eher ungewöhnlich ruhig. Ah, ja. Hat Schwester Petra sich dann von Ihnen verabschiedet, als Ihre Schicht beendet war? Nein, das ist auch nicht üblich. Ich habe zu dem Zeitpunkt geschlafen. Ach, haben Sie da einen Schuss gehört? Nein. Wann haben Sie denn Frau Hofbauer zum letzten Mal gesehen? Sie hat mich irgendwann zu einem Patienten gerufen, Zimmer 12. Das muss so zwischen 2:30 und 3 gewesen sein. Danach nicht mehr? Nein. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu ihr? Ein Verhältnis? Ein rein berufliches. Wir waren ein gutes Team. Können Sie mir denn etwas über Ihre private Seite erzählen, was sie für ein Mensch war? Ja, das ist nicht so einfach. Petra war sehr verschlossen. Sie hielt jeden auf Distanz. Es war schwer, mit ihr mal so ein paar private Worte zu wechseln. Unter den Kollegen hier gab es also niemanden, dem sie sich mal anvertraut hat, dem sie näher stand? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber fragen Sie mal unsere Stationsschwester Claudia. Vielleicht kann die Ihnen weiterhelfen. Wo haben Sie Ihr Zimmer? Mein Zimmer? Ja. Das ist eine Etage tiefer. Hinten links das letzte. Hey, da können Sie ja nun wirklich nichts hören. Nein. Danke nochmals, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kennen Sie die Tote? Sie ist eine Verwandte. Kommen Sie, kommen Sie. Vorsicht. Soll ich Ihnen einen Arzt rufen? Nein, nicht nötig. Darf ich wissen, wer Sie sind? Ostermann. Ines Ostermann. Mein Name ist Axel Richter. Da Sie offenbar Frau Hofbauer sehr nahe gestanden haben, hätte ich da noch einige Fragen an Sie. Natürlich nicht jetzt. Ich melde mich dann bei Ihnen. Sie können hier ruhig noch einen Moment sitzen bleiben. Ines. Dies ist der Anschluss von Ines Ostermann und Petra Hofbauer. Guten Morgen, Frau Schneider. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Frau von Lindow. Ich vermisse Ihre hübsche Tochter. Die hat sich heute freigenommen. Das macht 27,20. Entschuldigen Sie bitte die etwas indiskrete Frage. Aber stimmt das? Dass Ines sich von ihrem Mann getrennt hat? Frau Schneider, wie kommen Sie denn darauf? Nein, das ist Unsinn. Hast du noch mit der Stationsschwester gesprochen? Ja, Schwester Claudia. Mhm. Petra Hofbauer war eine tüchtige Krankenschwester, aber bei den Kollegen nicht sehr beliebt, weil sie so überkorrekt war. Die war zum Beispiel nie bereit, mal eine Schicht zu tauschen oder sowas. Jetzt guckst du mich da so an. Die sind bei Patienten angekommen. Bei denen wohl sehr viel besser. Da hat sie oft mehr gemacht, als ihre Pflicht gewesen wäre. Was steht denn in ihrer Personalakte? Petra Hofbauer kommt aus einem Kaff bei Glonn. Tochter eines Sägewerksbesitzers. Der allerdings ist vor 5 Tagen gestorben. Sie war gestern bei seiner Beerdigung. Wer lebt denn noch von der Familie? Es gibt noch einen Bruder, der ist 2 Jahre älter als Petra. Die Mutter ist seit 12 Jahren tot. Weiß man, woran der Vater gestorben ist? Nein. Ein bisschen merkwürdig ist das schon. Vater und Tochter sterben innerhalb einer Woche. Also ich denke mal, das ist Zufall, Leo. Wir werden noch rausfinden, woran der Vater gestorben ist. Aber es gibt noch eine Person, die der Toten ziemlich nahe stand.
Eine gewisse Ines Ostermann. Bei der hat sie gewohnt. Aha. Dann werde ich diese Ines Ostermann mal besuchen. Schade eigentlich. Was? Ja, das wollte ich gerne machen. Axel, du machst was viel Schöneres. Du fährst mit Gerd aufs Land zu diesem Sägewerk. Na, hoffentlich hat sich die Frau von ihrem Schock erholt. Die war ziemlich fertig. Ines Ostermann? Ja, sei einfach ein bisschen nett zu ihr. Ein bisschen mitfühlend. Bis jetzt habe ich ja gedacht, ich bin bei der Polizei und nicht beim Psychologen. Finden wir das. Also bis gleich, Herr Hofbauer. Sag mal, was schreist du denn so? Der schreit so. Ist ja noch richtig Winter hier draußen. Hm. Wir werden ja sicher noch eine Weile brauchen. Ich mach mal ein paar Minuten die Augen zu, okay? Aber zurückfährst du? Wieso? Du kannst ja sowieso nicht schlafen, wenn ich fahre. Der Sägewerkbesitzer ist an einem Schlaganfall gestorben. An seinem dritten. Und ich bekomme gleich meinen ersten, wenn du mich nicht auf der Stelle schlafen lässt. Du bist. Ja, die Pflicht ruft. Lass sie doch rufen. Na komm. Herr Hofbauer! Grüß Gott, wir haben gerade telefoniert. Das ist mein Kollege, Herr Richter. Hallo? Gehen wir mal ins Büro, da haben wir mehr Ruhe, ja? Erstmal herzliches Beileid. Schon gut, danke. Wer hat Sie denn vom Tod Ihrer Schwester informiert? Das Krankenhaus. Und wann? Heute Morgen um 8. Dafür wirken Sie aber ziemlich gefasst. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, sowas wie Geschwisterliebe gab's nicht zwischen uns. Naja, aber gehasst haben Sie Ihre Schwester auch nicht, oder? Das ist ein großes Wort, Hass, aber es trifft schon zu. Wann fing denn das an mit dem Hass? Das geht schon eine ganze Weile so. Peter ist mit 17 nach München und plötzlich gab's uns nicht mehr. Sie kam nur noch, wenn sie etwas brauchte. Und leider hat mein Vater ihr auch immer das Geld gegeben. Hat da Ihre Mutter noch gelebt? Nein. In diesem Jahr war sie gerade gestorben. An Krebs. Mein Vater und ich haben natürlich gehofft, dass Petra uns hilft, aber was wollte sie nicht? Sie hat nur an ihren eigenen Vorteil gedacht. Wann haben Sie denn Ihre Schwester das letzte Mal gesehen? Gestern, bei Vaters Beerdigung. Das Sägewerk ist doch ein Familienbetrieb. Ja. Das heißt, Sie sind jetzt der Alleinerbe. Ja, das bin ich. Dann kommt Ihnen ja der Tod Ihrer Schwester gar nicht so ungelegen. Nein, kann man nicht. Herr Hofbauer, wo waren Sie heute früh zwischen 4 und 6 Uhr? Tja, das weiß ich nicht ganz genau. Wahrscheinlich im Bett. Ich war ziemlich betrunken. Und wo haben Sie getrunken? Zu Hause? Nein. In einer Bar. Ach, hier gibt's eine Bar? Nein. Ich war in München. Und wo da? Im Gloria, in der Türkenstraße. Wie sind Sie denn nach Hause gekommen? Tja, das weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich heute Morgen in meinem Bett aufgewacht. Jemand vom Krankenhaus hat angerufen. Und Ihr Auto stand vor der Tür? Ja. Herr Hofbauer,
In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie Ihre Gedächtnislücken ganz schnell schließen. Es sieht nicht sehr gut aus für Sie. Also ich war's nicht. Haben Sie eine Ahnung, wie oft wir diesen Satz schon gehört haben? Wohnen Sie jetzt allein hier? Ja, warum? Ach, nur so. Wiedersehen. Wiedersehen. Zu raten. Danke. Petra Hofbauer hat also hier bei Ihnen zur Untermiete gewohnt. Petra und ich, wir haben zusammen gelebt. Und seit wann? Seit einem halben Jahr. Das lief problemlos? Nein, natürlich nicht. Das heißt, von uns aus schon. Aber? Es gab eine Reihe von Menschen, die mit unserer Lebensweise so ihre Schwierigkeiten hatten. Das kann ich mir vorstellen, aber Sie tragen einen Ehering? Ja, der ist noch von meinem Mann. Aber ich habe schon die Scheidung eingereicht. Und wie hat Ihr Mann darauf reagiert? Schlecht. Bitte. Danke. Er war gestern Nachmittag bei mir. Er wollte, dass ich alles rückgängig mache. Dass wir nochmal von vorn anfangen. Aber Sie wollten das nicht? Nein. Für mich gab es kein Zurück mehr. Und jetzt? Können Sie sich das jetzt vorstellen? Jetzt? Jetzt kann ich mir gar nichts mehr vorstellen. Gar nichts mehr. Sind die beiden sich denn mal begegnet, Ihr Mann und Peter Hofbauer? Ein paar Mal. Es endete meist im Streit. Ach, Ihr Mann hat also um Sie gekämpft? Wenn Sie das so nennen wollen. Petra musste immer für alles herhalten. Auch für seine Fehler und Versäumnisse. Sie war immer an allem schuld. Und dafür hat sie jetzt büßen müssen, oder? Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Michael... Ihr Mann? Dass er zu so etwas fähig wäre. Sie meinen, einen Menschen zu töten? Frau Ostermann, Sie sind heute früh etwas plötzlich auf dem Parkplatz erschienen. Ja. Wie kam das? Petra ist heute Morgen nicht nach Hause gekommen und ich hatte so ein komisches Gefühl. Ich habe auf der Station angerufen, aber die konnten mir nichts sagen oder also sie wollten es nicht und da bin ich ins Krankenhaus gefahren. Wann war das? Kurz vor acht. Also nachdem wir eingetroffen waren? Ja. Die Polizei war schon da. Ja, danke. Das war's erstmal. Wir werden uns sicher noch mal bei Ihnen melden müssen. Danke, ich finde alleine raus. Ich. Bis gleich. Ich habe gerade mit dem Labor telefoniert. Schönen Gruß übrigens. Danke. Wenn wir niemanden finden, der den Schuss gehört hat, dann können wir vielleicht davon ausgehen, dass der Täter einen Schalldämpfer benutzt hat. Du sagst, der Täter? Ach, das war Zufall. Also Täter oder Täterin. Der Schalldämpfer wäre ein Hinweis auf eine vorsätzliche Tat.
Aber die Tatwaffe habt ihr noch nicht gefunden. Leider nein. Die Kollegen mussten eben aufhören. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass wir die Waffe auf dem Krankenhausgelände finden. Das glaube ich auch nicht. Es scheint doch alles sehr sorgfältig geplant gewesen zu sein. Aber das wissen wir ja. Ein Fehler macht auch der Schlauste. Wir müssen ihn nur finden, den Fehler. Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Hoppla, hängt das halbe Sägewerk dran. Jetzt kannst du das vielleicht auch draußen machen? Ein harter Brocken, dieser Thomas Hofbauer. Er hat nicht mal den geringsten Versuch unternommen, uns den trauernden Bruder vorzuspielen. Im Gegenteil, richtig erleichtert ist er jetzt, weil er seine Schwester nicht ausbezahlen muss. Hat er keine Bedenken, dass er uns damit ein dickes Motiv liefert? Na, offenbar nicht. Da muss ein Alibi ja hieb- und stichfest sein. Im Gegenteil, lausig ist es. Er hat sich in einer Münchner Bar betrunken bis zum Filmriss, das sagt er jedenfalls. In München? Axel, nimmst du dich der Sache an? Na, aber klar, das steht doch schon ganz oben auf meinem Zettel. Tut er so abgebrüht oder ist er das wirklich? Wir werden sehen. Wie war's denn bei Ines Ostermann? Ja, die Tote war ihre große Liebe, so scheint es. Aha. Und seit wann? Seit einem halben Jahr. Hattet ihr den Eindruck, dass die im Krankenhaus von dieser Beziehung gewusst haben? Nein, aber in die Richtung haben wir natürlich nicht gefragt. Was war denn vor Petra Hofbauer? Da war die Ostermann verheiratet. Das heißt, sie ist es noch. Und ihr Mann will um jeden Preis, dass es so bleibt. Um jeden Preis? Also hat der Ehemann auch ein Motiv? Ja, ja. Deswegen laden wir ihn auch vor. Aber das hat Zeit bis morgen. Ist denn die Ines Ostermann als Verdächtige für dich schon außen vor? Nö, natürlich nicht. Und als Liebende schon ganz und gar nicht. Motiv Eifersucht? Wer weiß. Vielleicht tauchen in unserem Fall noch Personen auf, von denen wir noch gar nichts ahnen. Aber für heute machen wir Feierabend. Ach. Auch wenn du es mir nicht glaubst, das mit Petra tut mir sehr leid. Vergiss es. Du weißt, ich könnte niemals wehtun. Am Nachmittag war die Polizei bei mir. Und? Ich habe diesem Kommissar alles erzählt. Und was heißt es? Dass du ab jetzt zu den Verdächtigen zählst. Bist du verrückt? Wenn du es nicht warst, dann brauchst du ja keine Angst zu haben. Warst du es? Natürlich nicht. Ich mache mir doch wegen dir nicht die Finger schmutzig. Verschwinde. Sofort. Bei dir ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Raus! Den Topf kannst du mir bei Gelegenheit zurückbringen. Morgen, Gerd. Morgen. Ja, du kannst da lesen. Steht was drin? Das kann man wohl sagen. Wie sicher sind unsere Krankenhäuser? In den Münchner Kliniken macht sich Angst breit. Patienten wollen vorzeitig entlassen werden und so weiter und so weiter. Ich weiß es nicht, was für eine Panik mache. Unverantwortlich. Na, diesmal sind wir so richtig im Blick der Öffentlichkeit. Das wird Leo nicht gefallen. Was wird Leo nicht gefallen? Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Hören Sie, ich will diesen Krempel nicht. Na ja, dann werfen Sie es weg. Oder nein, nein, warten Sie. Sie rufen diese Ostermann an. Ines Ostermann, ja. Gut, wiederhören. Das Krankenhaus? Ja. Die wollten, dass ich Petras Sachen abhole. Du bist nun mal der nächste Angehörige.
Ich will nicht mehr an Sie erinnert werden. Was hältst du vom 5.5., hä? Was soll das sein? Unsere Hochzeit. Hochzeit im Mai ist doch romantisch, hä? Ist das nicht ein bisschen früh? Ich lass mich nicht länger hinhalten. Ich halte dich doch nicht hin. Doch, das tust du. Du vergisst nur dabei, dass du mich brauchst. Wie könnte ich denn das vergessen? Ines, komm heute Abend zum Essen vorbei. Mir ist einfach wohler, wenn du nicht so allein bist. Du musst dir keine Sorgen machen, Mutter. Würde dir aber gut tun. Vielleicht kommt Michael auch. Dann hat sich sowieso erledigt. Lindenapotheke. Das ist die Polizei. Geh nach nebenan. Ostermann? Was kann ich für Sie tun? Also gut, Frau Ostermann, sagen wir in einer halben Stunde? Gut, bis gleich. Der Durchsuchungsbeschluss ist durch. Ich bin mit Frau Ostermann verabredet, um mir das Zimmer von Petra Hofbauer anzusehen. Was macht denn der Obduktionsbericht? Bring ich auf dem Rückweg mit. Bis später. Hoppla. Kommen Sie bitte. Guten Tag, Herr Ostermann. Mein Name ist Kress, das ist mein Kollege Heimann. Bitte nehmen Sie Platz. Sie haben nichts dagegen, dass ich unser Gespräch aufzeichne? Bitte. Herr Ostermann, wir ermitteln im Mordfall Petra Hofbauer. Sie haben sie gekannt? Ja. Wie gut? Flüchtig. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu ihr bezeichnen? Würden Sie es als gut beschreiben? Nein, natürlich nicht. Wie dann? Denkbar schlecht. Sie hat meine Ehe zerstört. Ihretwegen wollte meine Frau sich scheiden lassen. Wann haben Sie von dem Wunsch Ihrer Frau erfahren? Vorgestern kam der Brief von Ihrem Anwalt. Und wie haben Sie da reagiert? Wütend, verzweifelt. Das hat Ihnen doch sicher schon alles meine Frau erzählt. Uns interessieren immer beide Seiten, Herr Ostermann. Sie haben also Ihre Frau zur Rede gestellt. Ja. War da Petra Hofbauer dabei? Die kam erst später dazu. Und dann kam es zum Streit. Ja. Petra hat mich beleidigt. In welcher Weise? Kam es zu Handgreiflichkeiten? Nein, nein, nein. Ich habe es vorgezogen zu gehen. Danach haben Sie Frau Hofbauer nicht mehr gesehen? Ja. Wie haben Sie denn von Ihrem Tod erfahren? Die Mutter meiner Frau hat mich angerufen. Herr Ostermann, haben Sie eine Waffe? Eine Schusswaffe? Nein, natürlich nicht. Warum verdächtigen Sie mich überhaupt? Hören Sie mal. Ihre Frau reicht die Scheidung ein und kurze Zeit drauf ist die Person tot, die Sie dafür verantwortlich machen. Das ist ja schön und gut, aber ich würde doch niemals einen Menschen umbringen. Herr Ostermann, was meinen Sie, wie oft wir das schon gehört haben? Wo waren Sie denn gestern zwischen 4 und 6 Uhr morgens? Ganz sicher in meinem Bett. Entschuldigen Sie die Frage, aber gibt es dafür einen Zeugen? Nein, wie auch. Seit einem halben Jahr schlafe ich allein. Ja, danke erstmal, Herr Ostermann. Sie hören gegebenenfalls wieder von uns. Das hoffe ich nicht. Sie finden alleine aus. Danke. Ich bitte Sie, in 2 Stunden vielleicht, hm? 2 Stunden? Herr Seemann, Moment bitte. Haben Sie die Zeitung gelesen? Ja, furchtbar. Sagen Sie, Sie waren doch der Letzte, der Schwester Petra leben gesehen hat. Mhm, ja, einer der Letzten. Sie hatten häufiger Nachtdienst zusammen, oder? In den letzten Wochen schon. War eine hübsche Person, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Und jetzt ist sie tot. Eine schlimme Sache. Ja. Herr Seemann, mir ist da leider etwas zu Ohren gekommen, was ich gerne aus der Welt geschafft hätte. Ja, was denn? Wie soll ich sagen? Wir trinken doch alle gern mal einen Schluck. Aber doch niemals im Dienst. Nein, natürlich nicht. Ich wusste, dass Sie das genauso sehen. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch.
Tag. Mein Name ist Riedmann, Kripo München. Wir haben eben telefoniert. Ostermann. Na, dann kommen Sie mal rein. Das ist ein Kollege von der Spurensicherung. Wir müssen uns das Zimmer von Petra Hofbauer ansehen. Das war Ihr Zimmer. Ich nehme an, Sie brauchen mich nicht mehr. Ich müsste wieder zurück in die Apotheke. Kein Problem, wir kommen zurecht. Ja, Herr Hofer, wir müssen noch mal über Ihr Alibi sprechen. Ja. Konnten Sie inzwischen Ihre Gedächtnislücken schließen? Ja, das konnte ich. Meine Verlobte hat mir geholfen. Ach, Sie haben eine Verlobte? Ja. Uns haben Sie gesagt, Sie leben allein? Ja, das stimmt ja auch. Wir leben nicht zusammen. Ach. Wie war das nun in dieser Nacht, nach der Beerdigung Ihres Vaters? Wie ich den beiden Herren schon gesagt habe, ich habe im Gloria gesessen und habe mir meinen Kummer weggetrunken. Und wie lange haben Sie da gesessen? Vielleicht bis 3. Die Bardame hat uns erzählt, dass Sie der letzte Gast waren. Und da war es 4:30. Wirklich? Ja. Ja, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Was haben Sie denn gemacht, nachdem Sie die Bar verlassen hatten? Ich habe mich ins Auto gesetzt, habe aber bemerkt, dass ich nicht mehr fahren kann. Aha. Und dann? Dann habe ich Stefanie angerufen. Ihre Verlobte? Ja. Sie sagte, ich solle mich nicht von der Stelle bewegen, sie käme mich abholen. Und ich bin dann im Auto eingeschlafen. Und Ihre Verlobte ist dann tatsächlich in der Nacht noch nach München reingefahren? Ja. Tolle Braut. Ja. Sind Sie denn aufgewacht, als Ihre, wie hieß die Dame? Stefanie. Stefanie Singer. Als Frau Singer bei Ihnen eingetroffen ist? Nein, bin ich nicht. Ich habe nichts mehr gemerkt. Sie sind also erst wieder wach geworden, als der Anruf vom Krankenhaus kam? Ja. So war's. Ist ja komisch, Herr Hofbauer. Sie reden immer von diesem Filmriss, den Sie da angeblich hatten, aber die Bardame hat ausgesagt, der Gast hat geschluckt ohne Ende, Originalton. Und ich war dann doch erstaunt, wie aufrecht er unser Lokal verlassen hat. Na ja, mein Gott, das kennt ja jeder. Man ist noch ganz lange voll bei Sinnen, dann geht man an die Frischluft und peng, plötzlich ist man wie bewusstlos. Und so war das bei Ihnen? Ja, genau so war's. Sie werden verstehen, dass wir uns das von Ihrer Verlobten bestätigen lassen müssen. Axel, machst du das? Klar. Geben Sie mir bitte die Handynummer von Frau Singer. Herr Hofbauer, besitzen Sie eine Schusswaffe? Ja. Ich bin beim Schützenverein. Ich besitze ein Luftgewehr. Und? Sind Sie ein guter Schütze? Ja. Das kann man so sagen, ja. Brauchen Sie eine Tüte? Nein, danke. Ich habe die Tasche. Ich darf Sie alleine lassen? Sicher. Was hier? Verzeihung. Oh nein, nein, ich muss mich entschuldigen. Ich habe Sie erschreckt. Schwester Claudia hat mich gebeten, Petra Hofbauers Sachen abzuholen. Ach so, Sie sind eine Verwandte von Schwester Petra? Nein, ich bin eine sehr gute Freundin. Sie sind Dr. Simon? Ja. Hatten Sie die letzte Nachtschicht mit Petra? Ja. War sie vielleicht irgendwie anders in dieser Nacht? Nein, sie war so wie immer. Ein bisschen verschlossen und bloß kein Wort zu viel. Dabei hat sie so gern geredet. Das überrascht mich. Ja, sie hat mir immer sehr viel erzählt. Zum Beispiel, wie viel Spaß ihr die Arbeit hier macht. Und über sie hat sie auch des Öfteren geredet. Ach ja? Was hat denn Schwester Petra so erwähnt? Ich kann mich nur an nette Sachen erinnern. Das beruhigt mich. Tja, kann ich noch was für Sie tun? Nein. Ach, können Sie sich vorstellen, warum Sie eine alte Zeitung in Ihrem Spind aufbewahrt? Nein, keine Ahnung. Schönen Tag noch. Ebenfalls.
Sie haben also Ihren Wagen vor dem Gloria stehen lassen. Und wann haben Sie ihn wieder abgeholt? Noch am gleichen Nachmittag. Jetzt beschreiben Sie mir doch mal genau die Strecke, die Sie in der Nacht... Entschuldigung, wann, sagten Sie, sind Sie bei Ihrem Verlobten eingetroffen? So genau weiß ich es nicht mehr. So ungefähr 4 Uhr vielleicht. Ungefähr. Ja, jetzt beschreiben Sie mir genau die Strecke, die Sie in der Nacht vom Gloria zum Sägewerk gefahren sind. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Versuchen Sie es. Konzentrieren Sie sich, es ist wichtig. Meine Tochter wird jeden Augenblick zurückkommen. Sie musste nur schnell ins Krankenhaus wegen dieser Petra. Wegen ihr sind Sie doch hier, oder? Wenn Sie Frau Hofbauer meinen, ja. Und? Haben Sie schon einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte? Ah. Guten Tag, Frau Ostermann. Guten Tag. Das ist mein Kollege Heimann. Wir kennen sich ja noch nicht. Tag. Können wir jetzt nach hinten gehen? Selbstverständlich, bitte. Bitte. Danke. Wir haben noch ein paar Fragen. Können Sie uns sagen, welche Beziehung oder Beziehungen Petra Hofbauer vor Ihnen hatte? Das kann ich leider nicht. Sie hatte wohl einige Bekanntschaften, aber nichts von Dauer. Nichts, was wirklich wichtig gewesen wäre. Und sie hatte auch keine andere Beziehung in der Zeit, in der sie mit Ihnen zusammengelebt hat? Nein, da bin ich mir ganz sicher. Frau Ostermann, hatten Sie den Eindruck, dass sich im Verhalten von Frau Hofbauer in der letzten Zeit etwas geändert hat? Ja, schon. In den letzten Wochen wirkte sie oft sehr, sehr angespannt. Haben Sie sie mal darauf angesprochen? Ja, hab ich. Aber sie wich mir aus. Waren Sie jetzt gerade im Krankenhaus? Ja, ich habe Ihre Sachen abgeholt. Würde es Ihnen was ausmachen, uns die Sachen zu zeigen? Nein, natürlich nicht. Danke. Ja, danke, das war's schon. Sie hören von uns. Auf Wiedersehen. 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 Kann ich noch mit dir rechnen? Oder ziehst du es vor, lieber Zeitung zu lesen? Entschuldigung, Mutter, ich komme gleich. Ein Rock, 350. Lederjacke, 1500 Euro. Wo hat eine Krankenschwester so viel Geld her? Zwei Paar Damenschuhe, über 700. Kommst du nicht rein? Passwort falsch. Dann nehmen wir es einfach mit. Die Kollegen kriegen das schon. Okay. Franz? Der Obduktionsbericht bringt uns auch nicht weiter. Wir hängen einfach fest. Ja, eine ganze Reihe von Verdächtigen und Motiven, aber nichts von alledem schreit hin. Dann rufen wir hier. Bringt ihr was Neues? Glaub schon. Also das Alibi von Thomas Hofbauer ist nach wie vor äußerst fragwürdig. Seine Aussage und die seiner Verlobten gehen weit auseinander. Da haben die sich aber schlecht abgesprochen. Was gab's bei dir? Petra Hofbauer hat vor etwa 3 Wochen angefangen, eine Menge Geld auszugeben. Ist das über ein Konto gelaufen? Nein, alles in bar. Ich hab's mal zusammengerechnet, ungefähr 5000 Euro. Außerdem haben wir in ihrer Schreibtischschublade weitere 15.000 Euro gefunden. Ist nicht schlecht für eine Krankenschwester. Aber wie kommt die an solche Summen? Das viele Bargeld bringt eine ganz neue Richtung in unserem Fall. Bisher hatten wir als mögliche Motive Habgier und Eifersucht. Und jetzt kommt vielleicht noch Erpressung dazu. Genau. Nur, wen könnte Petra Hofbauer erpresst haben? Die Frau Ostermann hat uns doch erzählt, dass ihre Freundin in den letzten Wochen auffallend angespannt und nervös war. Das passt zu meinen 3 Wochen. Gerd, wir müssen noch mal zu Frau Ostermann fahren. Ist wirklich zu wichtig. Die müsste jetzt zu Hause sein. Ja, und wir, was machen wir? Feierabend, was sonst? Na, Frau Ostermann, tut uns leid, dass wir noch mal stören müssen, aber es haben sich neue Fakten ergeben.
Kommen Sie doch herein. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Wir haben nur eine Frage. Haben Sie mitbekommen, dass Frau Hofbauer in letzter Zeit sehr viel Geld ausgegeben hat? Ich habe bemerkt, dass Petra sich ein paar teure Sachen gekauft hat. Habe mir aber nichts dabei gedacht. Naja, das waren immerhin Sachen für 5.000 Euro. Wie bitte? Weitere 15.000 lagen in ihrer Schublade. Wissen Sie, woher sie das Geld hatte? Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Wenn Ihnen noch was einfällt, dann rufen Sie uns bitte an. Guten Abend. Guten Abend. Gute Nacht. Glaubst du ihr? Ja, das schien mir ehrlich überrascht. Den Eindruck hatte ich auch. Wenn es Erpressung war, was hat Petra Hofbauer gewusst? Und wofür musste sie sterben? Tja, das müssen wir noch rauskriegen. Ines! Hast du Petra Geld gegeben, um sie loszuwerden? Wie bitte? Sag, hast du? Wovon sprichst du? Hast du Petra 20.000 Euro gegeben, damit sie aus meinem Leben verschwindet? Bist du verrückt geworden? Ich habe doch deiner Freundin kein Geld gegeben. Mutter sagt die Wahrheit. Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Natürlich sage ich die Wahrheit. Entschuldigung. Ich bin schon völlig durchgedreht. Den Eindruck habe ich auch. Die Polizei war schon wieder bei mir. Bei Petra sind plötzlich 20.000 aufgetaucht. Und da bin ich dir eingefallen? Es tut mir leid, Mutter. Könnte es Michael gewesen sein? Unsinn. Woher soll der so viel Geld haben? Der ist doch arm wie eine Kirchenmaus. Ein tödlicher Unfall mit Fahrerflucht. In der Talstraße ereignete sich gestern in den frühen Morgenstunden. Talstraße. Beim Krankenhaus. Bei den Personen, die wir verdächtigen, gab es keine auffälligen Kontobewegungen. Ja, dann bleiben wir doch bei unserem Ansatz, dass die Hofbauer jemanden erpresst hat und sie allem Anschein nach wegen dieser Erpressung ermordet wurde. Wir suchen also nach dem Grund, der Petra Hofbauer in die Lage versetzt hat, jemanden zu erpressen. Was macht denn die Auswertung von Ihrem Computer? Die Kollegen sind noch dran. Ich habe schon Druck gemacht. Riedmann? Sehr gut. Ich bin gleich bei euch. Ich hole die Auswertung. Guten Tag, Ines Ostermann. Können Sie mir sagen, ob Schwester Claudia heute Morgen Dienst hat? Gut, danke. Dann komme ich gleich vorbei. Die Kollegen sind fündig geworden. Hier ist der Computerausdruck. Ich weiß, was letzte Nacht passiert ist. Was ist Ihnen mein Schweigen wert? Wie wir vermutet haben. Die Hofbauer hat jemanden erpresst. Der Brief ist am 15.03. geschrieben worden. Es geht also um die Nacht vom 14. auf den 15.03. In dieser Nacht muss etwas passiert sein. Fragt sich, wo was passiert ist. Fangen wir doch mal mit dem Krankenhaus an. Hat jemand von euch die Nummer? Ja, ich. Entschuldigung, Schwester, ich will Sie auch nicht lange aufhalten. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Vor ein paar Wochen hat sich hier in der Nähe ein Unfall ereignet. Ein Radfahrer ist totgefahren worden. Wissen Sie was davon? Natürlich, das Opfer war einer unserer Köche. Den Autofahrer haben Sie bis heute nicht erwischt. Das war doch in der Nacht vom 14. auf den 15. März. Können Sie mir vielleicht sagen, ob Petra in dieser Nacht Dienst hatte? Warum wollen Sie das wissen? Sehen Sie einen Zusammenhang? Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Können Sie bitte mal nachschauen? Kommen Sie. Hier,
Schwester Petra hatte Dienst. Dürfte ich sehen, wer noch mit ihr Dienst hatte? Also, Schwester Petra Hofbauer hatte in dieser Nacht Dienst. Aber das Merkwürdige ist, dass nichts Ungewöhnliches vorgefallen ist. Keine Notoperation, keiner ist gestorben. Also liegt der Anlass für die Erpressung außerhalb des Krankenhauses? Ja. Schwester Petra wird uns immer als eine besonders zuverlässige und in höchstem Maße aufopferungsvolle Kollegin in Erinnerung bleiben. Erheben Sie sich jetzt bitte für eine Minute des stillen Gedenkens. Hat Petra Sie erpresst? An dem Tag war eine Menge los. Einbrüche, Überfälle, das Übliche halt. Aber das Ereignis, das Axel und mir am meisten ins Auge sticht, ist das hier. Fahrerflucht. Talstraße? Das ist doch beim Krankenhaus um die Ecke. Ja. Richterapparat Heimann. Tag, Schwester Claudia. Frau Ostermann war gerade bei mir. Ich dachte, das könnte wichtig sein für Sie. Und was wollte Frau Ostermann von Ihnen? Sie hat mich nach dem Unfall mit Fahrerflucht gefragt. Vor 3 Wochen war das. Ja, wir wissen Bescheid. War da noch was? Dann wollte sie wissen, ob Schwester Petra in dieser Nacht Dienst hatte. Ich hatte den Eindruck, dass Frau Ostermann da einen Zusammenhang sieht. Sehen Sie das auch so? Danke, Schwester Claudia. Sie haben uns sehr geholfen. Wiederhören. Gutes Timing, die Schwester. Das bestätigt doch eigentlich nur unsere Vermutung. Ja, die Hofbauer hat den Unfallfahrer gesehen. Der arbeitet sicher auch im Krankenhaus. Mhm. So wie es aussieht. Mhm. Bin sicher, Frau Ostermann kann uns mehr darüber erzählen. Mutter, Entschuldigung, aber ich komme etwas später. Die Polizei will noch mal mit mir reden. Das weiß ich doch auch nicht. Da sind sie. Also dann bis später. Ich muss Sie sprechen. Sind Sie mir gefolgt? Kann ich reinkommen? Wie haben Sie es herausgefunden? Erinnern Sie sich an die Zeitung, die Sie vor Petras Spind für mich aufgehoben haben? Das war der Anfang. Wie kamen Sie auf mich? Das Geld tauchte auf, dann Ihr Name. Erst einmal, dann nochmal. Es war nicht schwer. Sind Sie zur Polizei gegangen? Nein. Warum musste Petra sterben? Ich hatte keine andere Wahl. Sie hat immer mehr Geld verlangt. Sie hätte schließlich alles gesehen. Und wieso haben Sie dem Radfahrer nicht geholfen? Sie als Arzt? Ich konnte nicht. Ich hatte zu viel getrunken. Ich hatte eindeutig Schuld. Das wäre das vorzeitige Ende meiner Karriere als Arzt gewesen. Und für diese Karriere musste Petra sterben. Warum erpresst sie mich? Das ist doch sinnlos. Sie haben keine Chance, Dr. Simon. Das ist die Polizei. Sie waren auf dem Weg zu mir. Nein, nein, Sie machen nicht auf. Sie bleiben hier. Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Hilfe! Mach die Tür auf. Lassen Sie sie los! Simon! Loslassen! Herr Dr. Simon, doch geben Sie doch auf! Ja.
Der wusste wohl keinen anderen Ausweg mehr.